So. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich mit einem freundlichen Glück auf aus Olbernhau. Jetzt wollte ich gerade hier nochmal ein In-Ohr-Monitoring fixieren. Und in dem Moment sind Sie schon da. Das freut uns natürlich sehr, denn wir haben heute wirklich ein tolles Programm für Sie. Es geht um den 6. sächsischen Bergmanns Hütten- und Knappentag. Ein wirklich tolles, großes Kulturereignis. Und hier in Olbernhau, da ist natürlich unglaublich viel los. Sie sehen aber gerade, das Wetter spielt nicht so richtig mit. Und der eine oder andere Bergmann wird sich wahrscheinlich jetzt gerade den Schacht wünschen, weil es hier draußen ordentlich regnet. Und Sie sehen, ich stehe nicht alleine da, sondern ich stehe mit Heino Neuber hier. Er ist Museologe und eine Koryphäe auf dem Gebiet des Bergmännischen. Heino, wie ist es denn so? Bei so einem Wetter wünscht man sich da eher einen Schacht? Das könnte man jetzt so meinen, aber in einer solchen Atmosphäre hier zu stehen, das ist tausendmal besser. Du stehst vor allem hier in einem wunderschönen Bergmannshabit. Was hat es damit auf sich? Wo kommt das her? Ja, ich stehe hier in einer Paradeuniform des westsächsischen Steinkohlenbergbaus, wie es historisch überliefert ist aus den Revieren Zwickau und Lugau-Ilsnitz, und stehe hier als Vorsitzender der Knappschaft des Lugau-Ilsnitzer Steinkohlenreviers als Obersteiger eine Funktion, die ich hier begleiten darf. Begleiten ist ein gutes Stichwort, denn wir begleiten hier die große bergmännische Parade. Die ist vor etwa anderthalb Stunden gestartet. 1700 Bergleute sind dann losgezogen und wir waren natürlich für Sie dabei und zeigen Ihnen jetzt mal, was da durch Olbernhau gezogen ist. Unglaublich. Wo seid ihr? Ja, pünktlich wie die Bergleute, kann man sagen, startet jetzt hier die Bergparade. Und ich schaue in sehr, sehr viele freundliche Gesichter. Wenn ich hier vorne angucke, die Zeiger-Knappschaft freut sich, dass es losgeht. Ja, natürlich. Das ist ja für den Bergbau und Hüttenstandort, insbesondere Hüttenstandort Olbernhau, ein ganz besonderes Ereignis, diesen Bergmannshütten- und Knappentag hier zu erleben. Wir sehen hier die Landesstandarte des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine, der im Jahre 1990 gebildet wurde aus einer Vorgängervereinigung, die es bereits im Jahre 1929 gegeben hat. Und hier haben wir auch schon die Seigerhüttenknappschaft Olbernhau-Grüntal mit ihrer Standarte gegründet, ursprünglich 1537 und dann nach der Wende wieder ins Leben gerufen. Mit dem alten Signet der Hütte und den typischen braunen Schürzen der Seigerhüttenleute. Und nun, wenn man sich nicht so im Bergwesen auskennt, ne, dann erwartet man ja eher so ein Arschleder, also sprich, ne, ein Leder hinten. Und die Seigerhüttenleute haben das Leder vorn. Warum? Das Leder bei den Hüttenleuten und nicht nur bei denen der Seigerhütte, sondern aus allen Bereichen des bergmännischen Hüttenwesens diente ja zum Arbeitsschutz, wenn man mit den glühenden Metallen umgeht oder mit der Schmelze. Dann diente das ganz einfach dazu, das abzuhalten. Und es heißt ja sogar in einer der Lederstrophen, die die Studenten zum Steigerlied dazu gedichtet haben, die Hüttenleute seien kreuzbrave Leute, denn sie tragen das Leder vor dem Bauch bei der Nacht und saufen es auch. Ah. Ja, das ist allerdings nicht ganz 100% wörtlich zu nehmen, denn auch Bergmaurer, Zimmerlinge und Schmiede tragen natürlich das Leder vorn, weil das ihre Arbeit ganz einfach erfordert hat. Und wahrscheinlich hat es der ein oder andere nachts dann doch abgelegt. Das soll wohl so gewesen sein. Lass uns doch ganz kurz drüber sprechen. Es ist eine sehr, sehr große Bergparade heute. Warum sind das so viele Gäste? Warum ist diese Parade so groß? Was ist das Besondere? Ja, bei dem Sächsischen Bergmannshütten- und Knappentag handelt es sich natürlich um eines der bedeutendsten Standestreffen seiner Art, das hier in Deutschland, man kann auch sagen in Europa, durchgeführt wird. Und das hat natürlich eine besondere Anziehungskraft. Man muss ja immer bedenken, das erzgebirgische Berg- und Hüttenwesen,
das hat einen Ruf weltweit schon längst gehabt, bevor wir den Titel Welterbe zuerkannt bekamen. 2019 war das? 2019. Und das ist überall, gerade auch in den anderen deutschen Revieren, natürlich ein Anziehungspunkt, auch ein Bild eines solchen Bergstaates, das dann die Leute veranlasst, hier muss ich her, das muss ich miterleben. Und wir haben ja hier den schönen Umstand, dass eben nicht nur das materielle Welterbe vorhanden ist, sondern eben auch die gelebte Tradition, also das immaterielle Kulturerbe. Wir sehen hier, und das ist ganz interessant, wenn man von Bergleuten spricht, meint man ja meist Männer. Es laufen aber auch Frauen mit. Welche Funktion hatten denn die Damen? Die Frauen im Bergbau, besonders in der alten Zeit, hatten vielfältige Funktionen auf den Bergen. Und es ist ja so gewesen, dass die immer an diesen Produktionsprozessen teil hatten. Egal, ob man jetzt Klaubefrauen hatte, die die Erze sortierten, oder ob das wie später im Steinkohlenbergbau dann diejenigen waren, die in der Wäsche aktiv gewesen sind. Allerdings sind sie eben in der Repräsentation dieses Bergstaates nicht vorgekommen. Und so hat man dann die Entscheidung bei den einzelnen Vereinen unterschiedlich getroffen. Entweder es gibt eben Frauen, die zumeist in biedermeierlichen Kostümen mitlaufen, als ganze Gruppen zum Teil, auch als Klaubefrauen zum Beispiel. Oder aber, so wie es auch bei uns in Oesnitz gehandhabt wird, die Frauen laufen in den Habits der Männer. Wir müssen an der Stelle vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, wie denn Hüttenleute von Bergleuten in der Parade zu unterscheiden sind, wenn jetzt jemand nicht unbedingt aus dem Erzgebirge kommt und das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Ja, wir hatten ja schon das eine wichtige Erkennungszeichen vorhin. Das ist das Leder, was also vom Bauch getragen wird. Aber ich hatte ja schon gesagt, das ist natürlich dann auch bei anderen Gewerken, die der Grubenbetrieb erforderte, in ähnlicher Form. Und ganz aus diesem Grunde sollte man da auch auf das Gezähe achten, was die Hüttenleute mitführen. Das ist was ja ist meist denn das Gezähe? Das Gezähe ist das Werkzeug, das man gebraucht hat für verschiedene Arbeitsvorgänge. Und das wird ja mitgetragen in der Parade. Und das wird dann schon deutlich. Die Bergleute tragen ihre Barten. Das ist ja eine Besonderheit auch hier dieses erzgebirgisch-sächsischen Raumes. Und die Hüttenleute tragen eben ihr Gezähe. In verschiedenster Form. Was ja auch beispielsweise in den Hütteninsignien dann wiederkehrt. Wenn wir jetzt hier direkt diesen Herrn in Grau sehen, das Gezähe, was er dort trägt, ist eine Flasche Kumpeltod. Gehört das zur Bergmannstradition dazu? Ja, der Kumpeltod gehört natürlich zur Bergmannstradition. Es ist immer die große Frage, streng genommen nach dem, was uns hier als Sächsischer Landesverband auch einmal zuerkannt wurde als Kulturform der Bergparaden und Bergaufzüge in Sachsen, ist das eine umstrittene Zutat. Aber auch in den sächsischen Bergparaden ist das seit langer, langer Zeit so, dass die sogenannten Tragiten mitlaufen, also Bergleute in ihrer ganz normalen Grubenausrüstung, im Kittel mit all dem, was sie gebraucht haben, an Werkzeug, an Geleucht. Und so soll das gerade hier, das war ja der Wismut-Bergbauverein aus Ronneburg, durchaus mal eine Ergänzung sein, die da legitim ist. Naja, und so eine Flasche Kumpeltod macht ja durchaus auch Licht an der Lampe. Das ist natürlich auch manchen zum Verhängnis geworden. Nicht nur im Bergbau, auch beim Fernsehen. Wenn wir jetzt hier gerade diesen Block sehen aus Thüringen, ist es vielleicht mal interessant zu sehen, dass ja auch dieses Land Thüringen, das ja uns Sachsen so eng verbunden ist, ein großer Teil waren ja früher die sächsischen Herzogtümer, mit reichen Bodenschätzen gesegnet war und zum Teil auch noch ist, wenn wir beispielsweise an den Salzbergbau denken. Und es ist beispielsweise hier eine Abordnung aus Unterbreizbach dabei, die tatsächlich auch noch für den aktuell tätigen Salzbergbau steht. Wenn wir uns über Thüringen unterhalten, kommt man natürlich auch an Uranabbau zum Beispiel nicht vorbei.
ist ja, glaube ich, die zweitgrößte Lagerstätte der Welt gewesen und jetzt wird dort Rückbau betrieben. Aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, dass ja im Erzgebirge die Hochzeiten des Bergbaus schon eine Weile zurückliegen, dort ging es ja vergleichsweise lange noch mit aktivem Bergbau im letzten Jahrhundert. Man muss das ja immer etwas auch von den einzelnen Revieren abhängig machen, was dort für Bodenschätze vorhanden gewesen sind und was in bestimmten Epochen auch gefragt war, beispielsweise rein industriell. Nicht alles, was gefunden wurde, ist zu allen Zeiten auch einsetzbar gewesen, weil man ganz einfach mit der Entwicklung noch nicht so weit war, um diese Stoffe zu verbrauchen. Und der Uranbergbau hat sowohl hier in Sachsen als natürlich auch in Thüringen nochmal dieses Bergwesen unheimlich stark befördert in der Nachkriegszeit und hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Aber es gehört zu dieser Geschichte ganz unumwunden mit dazu und es ist gut, dass auch daran erinnert wird. Denn wir vergessen allzu leicht bei allen Diskussionen, die wir heute über Nachhaltigkeit führen und über das viele auch Negative, was an Folgen des Bergbaus, wenn ich gerade an Braunkohle denke, ist ja in Thüringen absolut lebendig gewesen, Altenburger Raum, dass wir ja davon auch leben und dass der hohe Lebensstandard, den wir heute besitzen, in vielerlei Hinsicht darauf basiert. Wir schauen jetzt gerade auf die Abordnung aus Freiberg. Vielleicht kann man da neben dem Habit, also der klassischen Bergmannsuniform, die dort getragen wird, auch nochmal auf die Freiberger Blende verweisen. Das ist ja tatsächlich ein Geleucht, was nicht nur Freiberger in die Grube begleitet hat. Die Freiberger Blende war, wenn man es mal so will, ein Geleucht, das entstanden ist höchstwahrscheinlich im 18. Jahrhundert, wird ja auch der Wetterkasten genannt. Und man hat dort eine kleine Rübölblende, den sogenannten Kuckuck, in ein Gehäuse gebracht, was dafür gesorgt hat, dass das Licht geschützt war gegen A, den Wetterzug und B, natürlich auch gegen Tropfwasser. Und das war ein wesentlicher Fortschritt, was das Geleucht anbelangte. Diese Wetterkästen wurden innen dann oft noch mit hellem Metall ausgeschlagen, oft Messing, um die Leuchtkraft zu erhöhen. Denn wenn man sich vorstellt, dass man vor dem mit der Froschlampe eingefahren ist, dann weiß man, wer das mal gesehen hat, wie kümmerlich dieser Lichtschein gewesen ist und welchen Fortschritt diese Rübölblende schon bedeutete. Allerdings, und auch das gilt es dazu zu sagen, als dann der Steinkohlenbergbau immer stärker in den Fokus rückte, gab es ja anfänglich auch nur diese Rübölblenden. Und die waren natürlich nicht sicher gegenüber den schlagenden Wettern, die in der Steinkohle auftreten. Und das hat dazu geführt, über lange, zum Teil auch bittere Erfahrungen, dann in Zwickau die Benzinsicherheitslampe zu entwickeln. Das war damals eine Weltsensation und die ist auch weltweit dann in Erscheinung getreten, hat ihren Siegeszug also auch von Sachsen als eine große Innovation genommen. Wir sehen im Moment gerade dann die Schneeberger und was mir auffällt, die Habits der Steinkohle, sagt man Kumpel? Das kann man durchaus so sagen. Also die Habits aus der Steinkohle sind oftmals wesentlich weniger üppig als jetzt die erzgebirgischen Berguniformen. Gibt es da einen Grund dafür? Haben die nicht so einen guten Schneider, nicht so einen guten Modedesigner? Oder? Das wäre natürlich eine Erklärung gewesen, aber die Grundlagen, die waren dann doch etwas anders. Wir bewegen uns ja beim Steinkohlenbergbau schon im 19. Jahrhundert und das ist eine Zeit, als auch der Erzbergbau schon daran ging, die Uniformierung etwas zu vereinfachen. Es gab die letzte große hohe Zeit unter Oberberghauptmann von Herder, der ja auch ein Romantiker war und der den Bergmannsstand als etwas ganz Herausgehobenes betrachtete. Dort wurde all das, was dieses Uniformwesen betraf, noch einmal neu reguliert und wurde dort auch in den wunderschönen Kupferstichen von Rost zusammengefasst. Aber danach, als Herder gestorben war, hat man dann auch schon den Rotstift sozusagen angesetzt und hat die Uniformen auch mal überprüft nach der Mode der Zeit. Man hat mal gesehen, was ist denn hygienisch heute auch richtig und wichtig für eine solche Uniform. Und der Steinkohlenbergbau ist genau in diese Zeit hineingekommen und da war natürlich manches schon einfacher.
Ich bin ja gestern schon in Olbernhau gewesen, was mir an allen Ecken und Enden auch beim 8. Chortreffen, also dem Bergmännischen Chortreffen, aufgefallen ist, diese historischen Uniformen, Paradeuniformen, werden mit einem großen Stolz und mit voller Inbrunst getragen. Was bedeutet das für eine regionale Identität? Wir müssen uns ja eines immer vor Augen halten, dass Erzgebirge und auch Sachsen in seiner Entwicklung, wie wir das heute kennen, ist gerade wirtschaftlich betrachtet über Jahrhunderte durch den Bergbau, wenn nicht getragen, so doch erhalten worden. Und viele dieser Orte, aus denen heute unsere Traditionsware kommen, sind durch den Bergbau überhaupt erst entstanden oder mit ihm groß geworden. Und gerade in der Pflege dieser besonderen Standeskleidung, Berg- und Hüttenleute waren ja immer auch herausgehoben, auch wenn sich das natürlich rein von ihrer Lebenshaltung nicht gezeigt hat. Das ist natürlich auch ein Stück Selbstwahrnehmung in einer ganz bedeutenden Art und Weise. Und genau aus diesem Grunde wird das auch so intensiv gepflegt. Und es ist eben schön auch zu sehen, dass wir verschiedene Epochen dieser Entwicklung haben, die in Sachsen auch alle gezeigt werden. Das hängt auch immer etwas damit zusammen, dass natürlich der eine oder andere Bergbauort seine Blütezeit eben in dem Jahrhundert hatte, der nächste hat es etwas später gehabt oder man ist dann später auch zum Teil davon ausgegangen, was ist denn am längsten überhaupt getragen worden, welches Bild war in der Bevölkerung noch lebendig und daran halten wir uns. Wenn wir jetzt gerade sehen, Knappenverein Glück auf Xanten und Umgebung e.V., da können wir uns mal drüber unterhalten. Wir reden ja eigentlich vom 6. sächsischen Bergbau Hütten und knappen Tag, aber wir haben ganz offensichtlich ganz viele Gäste, die von weit her kommen. Woher kommt diese große Strahlkraft? Natürlich haben wir Gäste und wir sind da auch sehr froh drüber, dass aus ganz Deutschland und ja sogar auch aus der Schweiz und aus Frankreich und aus Tschechien Gäste in der Bergparade dabei sind. Diese Strahlkraft, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, die rührt einfach daher, dass wir es hier auch mit einer ganz besonders, ich sag's mal, geschichtsumwitterten Atmosphäre zu tun haben, die durch diese Welterbestätten, also diese Schauplätze dieses einstigen Ruhms des Berg- und Hüttenwesens sozusagen durchschauert. Und das ist natürlich für die Vereine aus den anderen Bundesländern immer auch ein Anziehungspunkt. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, dass es viele Verbindungen gibt zwischen den Vereinen, zwischen den Verbänden. Und da geht man natürlich als Gast gern auch auf die Einladung ein und kommt zu diesen Ereignissen, wie wir das übrigens in der Umkehrung ja auch tun. Wir werden beispielsweise im nächsten Jahr dann den Thüringer Bergmannstag in Bleicherode erleben und auch da werden dann sächsische Abordnungen mit dabei sein. Wir sehen gerade die Ehrenfriedersdorfer und jetzt Tugend gerade auch, die laufen zusammen. Meine Oma kommt aus Ehrenfriedersdorf, ich habe es glaube ich schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt. Das ist ja ein sehr, sehr alter Verein. Wie kommt es denn, dass die Vereine zum Teil so unterschiedlich alt sind und was bedeutet das für die Traditionspflege? Die ursprüngliche Entstehung der Vereine geht ja auch immer eines Teils darauf zurück, wann die Reviere überhaupt fündig geworden sind und wann dann dort die entsprechenden Organisationen, es waren ja hier Knappschaften, Brüderschaften, die sich eben auch aus dem sozialen Gedanken heraus entwickelten, entstanden sind. Nun hat es ja nicht in jedem Revier durchgängig diesen Bergbau in der Blüte gegeben. Das ist ja oft nur denen zugute gekommen, die also sehr mannigfaltige, auch sehr reiche Lagerstätten hatten, die in verschiedenen Jahrhunderten auch nach dem Abbau bestimmter, ja, ich sag mal, tiefen Stufen dann noch etwas zu bieten hatten. Dort sind natürlich die Knappschaften, die Brüderschaften länger im Bestand gewesen. Es gab eine ganze Reihe Orte, auch gerade weil Thun vorhin sichtbar war, wo dann auch nach dem Erlöschen des Bergbaues diese Knappschaften und Brüderschaften beispielsweise als Begräbniskassen weitergeführt worden sind. Und man hat sich des bergmännischen Brauchtums natürlich erinnert, hat sich dessen auch bedient.
Und dadurch wurde das gepflegt. Es gab aber eben auch Orte, wo das dann mal eingegangen ist. Wir haben das in Geyer beispielsweise mehrfach erlebt. Das ist dann wieder begründet worden, wenn der Bergbau wieder stärker zunahm. Und so hat es da immer Höhen und Tiefen gegeben. Gerade beim Steinkohlenbergbau war es ja so, dass man diese knappschaftlichen Traditionen dann erst im 19. Jahrhundert übernommen hat, weil ja die Köhler in früherer Zeit nicht als echte Bergleute galten. Aber eben gerade in dieser Zeit der Industrialisierung setzte der Niedergang des Erzbergbaus ein. Viele Bergleute aus den Erzrevieren sind zur Steinkohle gegangen und da wurde die Kultur einerseits mitgebracht und es ist natürlich auch gefördert worden, ganz klar, um dieses Standesbewusstsein, diese Besonderheit immer wieder nach außen auch darzustellen und die Leute dadurch auch in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken. Wenn wir uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Parade angucken, dann sieht man einerseits, ohne despektierlich sein zu wollen, durchaus Menschen, deren, sagen wir mal, Kindergartenzeit schon ein Weilchen her ist. Aber wir sehen auch sehr, sehr viele junge Leute. Wie ist das denn in dieser Traditionspflege? Viele Vereine beklagen, dass es wenig Nachwuchs gibt. Wie ist das in den Vereinen mit bergmännischer Tradition? Das ist sehr unterschiedlich und sowohl die Vereine selbst als auch wir, der Landesverband, bemühen uns natürlich in verschiedenster Form Nachwuchs zu gewinnen. Das geht bis hin zu Arbeitskreisen, die da sich zusammensetzen, um da mal drüber zu diskutieren, wie habt ihr das gemacht oder wie ist euch das gelungen. Aber das ist eben nicht mit einem Patentrezept zu beantworten. Wir sind ja immer der Meinung, dass es wichtig ist, zunächst mal auch bei Kindern und Jugendlichen diese Tradition und dieses Gespür für das Herkommen und für all das, was auch dieses Gefühl Heimat ausmacht, zu legen, um dann vielleicht auch später, wenn die Menschen, ich sag mal, ein gesetztes Alter erreichen, die eben wieder in die Vereine zu holen. Und ich denke, das ist manchmal auch ein Prozess, der dadurch laufen werden muss. Und in einem bestimmten Alter, das merken auch wir, kommen dann Menschen zu uns und sagen, ich möchte da gern dabei sein. Ich möchte das hier auch in Erinnerung an meine Vorfahren gerne mit pflegen. Aber es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, die Nachwuchsfrage ist längst nicht geklärt. Ist vielleicht ja auch nicht so einfach, weil wir über einen Berufsstand reden, dessen Blütezeit halt leider vorbei ist. Ne? Also, ja. Aber wenn man einfach hier auch an die Paradestrecke schaut, ne, das sind ja tatsächlich nicht nur Menschen aus Olbernhau, das hat schon eine große Strahlkraft. Viele kommen hierher, um sich diese Bergparade anzuschauen. Und ich glaube, für eine regionale Identität ist das tatsächlich ein wichtiger Beitrag, der hier geleistet wird. Natürlich. Es ist ja nicht so, dass beispielsweise durch ein Welterbe, was ich eben materiell hier zunächst einmal noch habe, eine derartige Brauchtumspflege gesichert werden kann. Sowas funktioniert nur, wenn es lebendig da ist, wenn es Menschen gibt, die als Träger dieses Gedankens und dieses Gefühls, wie ich schon sagte, auftreten. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das wird von den Gästen an der Strecke auch sehr stark gewürdigt. Allerdings sage ich eben immer, es wäre schön, wenn vielleicht nur ein Zehntel derer, die an der Strecke stehen, um sich das anzusehen und das auf sich wirken zu lassen, vielleicht in den Verein mitarbeiten würden, weil dann wären unsere Nachwuchssorgen sicher in Hand und Tränen behoben. Dann hoffe ich doch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt wirklich sehr, sehr genau hingehört haben und vielleicht ein klein wenig über dieses Stöckchen springen und sich damit einbringen. Denn ich habe das gestern den ganzen Tag erleben dürfen, wie lebendig diese Tradition, diese Kultur ist und habe mich unglaublich wohlgefühlt, unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, vielleicht auch Menschen, die sich die Seigerhütte zum Beispiel noch nicht angeguckt haben, die auch im Erzgebirge vielleicht noch nicht gewesen sind. Diese Tradition ist hier tatsächlich allgegenwärtig, wird an allen Stellen gelebt und hochleben gelassen. Und das ist eine Geschichte, die man spürt, wenn man hier ist. Und darauf kommt es an, das zu spüren. Das ist genau das richtige Wort. Hier sehen wir jetzt gerade das Jugendblasorchester aus Bernsdorf,
das ja sehr starke Beziehungen auch zur Wismut hat. Der Patenbetrieb ist mal die Generaldirektion der Wismut gewesen. Und es ist ein sehr engagierter Klangkörper, der noch nicht sehr lange im Landesverband organisiert ist, aber worüber wir uns natürlich immer freuen, weil jeder, der mit seiner Arbeit auch zum Verband kommt, stärkt ja das insgesamte Bekenntnis. Dann hören wir doch mal ein bisschen rein in den Klangkörper. Tja, haben wir weggequasselt. Schade. Was mich gewundert hat, ich gebe zu, ich stand im Vorfeld nicht in dem Maße im Stoff. Für mich war Bergbau, Erz, Steinkohle, Braunkohle und vielleicht noch Uran. Aber da zählen ja noch andere Sachen mit rein. Also kannst du noch mal kurz umreißen, was man eigentlich alles inkludiert, wenn man über Bergbau redet? Ja, zunächst mal darf man nicht vergessen, dass zum Bergbau immer auch das Hüttenwesen gehört. Denn ohne die Hüttenleute kann ich so viel Erz gewinnen, wie ich möchte. Es macht mir niemand irgendwo zu dem Metall, was ich am Ende haben möchte. Und das wird ja auch in der Parade deutlich, gerade bei unseren sächsischen Vereinen, wie viele Gruppen dabei sind, die an sich aus dem Hüttenwesen stammen. Wir hatten es gerade vorhin in Schneeberg gesehen. Blaufarbenberger oder vom Blaufarbenberg Schopental auch ganz, ganz wichtige Zweige, die insbesondere auch in der Vergangenheit für den Staat äußerst einträglich gewesen sind, der ja durch das Direktionsprinzip sowieso drauf zugriff, Bergbau, aber der sich natürlich vieles auch direkt an Land gezogen hatte sozusagen und daraus eben Geld generierte. Und all das gehört mit dazu und das macht das Ganze so vielschichtig. Wir hatten, glaube ich, vorhin auch ein Bild, die Vereinskameraden aus Salzwedel, die sich dort der Förderung von Erdöl und Erdgas widmen im früheren Ostdeutschland. Und das ist ja vielen auch nicht so bewusst, dass das immer eine Rolle gespielt hat. Und gerade dort Salzwedel in der Altmark ist ja auch heute noch ein Sitz von Unternehmen, die sich also mit der Erdgasförderung beschäftigen und mit der Speicherung. Das ist ja jetzt wichtiger denn je. Und auch daran zu erinnern, ist natürlich ganz wichtig. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen Musik stehen lassen von den Annabergern und einerseits jetzt bei der Parade, aber auch gestern beim bergmännischen Chortreffen. Die Musik oder auch der Gesang spielen ja eine sehr, sehr große Rolle. Wie ist das miteinander verankert? Warum ist das so? Ja, die Bergleute waren ja nicht nur arbeitsame Menschen, die sich also dort in Gefahren begeben haben, um anderen dann durch ihre Produkte das Leben zu erleichtern oder Grundlagen überhaupt zu schaffen, sondern das waren auch durchaus fröhliche Menschen, die sich in der Kameradschaft zusammengefunden haben. Und so spielte gerade das bergmännische Liedgut, wie wir es eben gestern beim Chortreffen erlebt haben, eine bedeutende Rolle. Und andererseits natürlich auch die bergmännische Musik. Man sollte vielleicht hier an der Stelle mal dazu sagen, dass es direkt Paraden, die durch Orchester begleitet wurden, noch gar nicht so lange gibt. Also das ist wirklich jetzt nicht so eine Jahrhundertentwicklung. Seit dem 19. Jahrhundert kennen wir das. Ja, in der Zwischenzeit, während wir uns über die Musik unterhalten haben, ist die Bergparade schon zu Ende. Wie viele Menschen haben wir jetzt in etwa hier vorbeilaufen sehen? Also wir haben rund 1750 Bergkameradinnen und Bergkameraden gesehen, wovon rund 830 aus 35 sächsischen Vereinen gewesen sind. Dazwischen die Musikkapellen, allein aus Sachsen über 400 Musiker, also eine sehr, sehr stolze Anzahl. Wenn wir mal an eine Weihnachtsparade wie in Annaberg denken, die ja sehr groß ist, mit über 1000 Berg- und Hüttenleuten, dann ist das natürlich hier noch einmal eine Stufe mehr. Wie lang war die Strecke ganz kurz? Rund 3 Kilometer. Also Respekt. Ja. Der eine oder die andere haben ja schon ein paar Tage auf dem Buckel, dass die diese 3 Kilometer dort gemacht haben. Toi, 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 da sieht man, Bergbau hält jung. Ja, und Bergbau ist ein Herzensbedürfnis. Einmal Bergmann, immer Bergmann, heißt es so schön.
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, so geht's bei den Bergmännern. Urplötzlich ist das Grubengeleucht an und die Sonne ist rausgekommen. In Olbernhau ist jetzt bestes Wetter und hier geht's beim großen Abschlusszeremoniell jetzt sehr, sehr traditionell auch zu Werke. Es liegen hinter diesen 1700 Bergleuten über 3 Kilometer Bergparade und das haben sie wirklich in einer sehr, sehr schnellen Zeit bewerkstelligt. Heino, kannst du uns die Bedeutung des Abschlusszeremoniells nahebringen? Worum geht's da? Wo ist der Ursprung? Ja, dieses Abschlusszeremoniell bei einer großen sächsischen Bergparade darf natürlich aus der Historie heraus nicht fehlen, weil es dem Ganzen dann noch die würdige Krone aufsetzt und natürlich auch Struktur und Ordnung allem nochmal verleiht und ganz klar auch ein sehr, sehr schönes Bild gibt. Das Abschlusszeremoniell in der jetzigen Form ist einige Jahrzehnte alt und wird hier in allen Revieren so durchgeführt, um da auch eine gewisse Einheitlichkeit, die ja immer auch einen gewissen Halt gibt, durchzusetzen. Wir hören jetzt einfach ein klein wenig rein und lassen die Musik einfach für Sie wirken. Also, das ist schon erstaunlich, wie sehr auch dieses Bergmännische mit der Musik verknüpft ist. Welche Rolle spielt sie denn, die Musik? Ja, die Bergleute waren ja nicht nur arbeitsame Leute, sondern auch fröhliche Menschen. Und die Musik, und das hat man ja hier auch gerade beim Chortreffen gespürt, nimmt tatsächlich einen ganz großen Stellenwert ein. Der Bergmann singt. Der Bergmann singt aber nicht nur, sondern er liebt auch seine Stadt Olbernhau. Und die bringen wir Ihnen jetzt mal ein klein wenig näher. Olbernhau sprengt alle Rahmen. Seit einem Jahr liegt das Städtchen im Herzen des Erzgebirges im Vorbereitungsfieber für das größte sächsische Standestreffen der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine. So musikalisch begrüßt Olbernhau seine Gäste. Im ehemaligen kaiserlichen Postamt der Stadt klingen 18 Bronzeglocken. Sie spielen mehrmals täglich eine erzgebirgische Weise und ein Volkslied. Auch das Wahrzeichen der Stadt ist besonders, das Olbernhauer Reiterlein. Der Holzkünstler Heiner Stefani ist einer, der die Geschichte des Olbernhauer Reiterleins kennt wie kein anderer. An der Drechselbank erweckt er das Reiterlein zum Leben. Die Olbernhauer Reiterlein-Geschichte ist in einer schlechten Zeit entstanden. Man hat das als Winterhilfswerkabzeichen gebaut. 6 Millionen Stück 1938, unvorstellbar. Und weil die im ganzen Reich verkauft wurden, hat man damals immer gesagt, wo sind die her aus Olbernhau? Und dadurch ist Olbernhau überall bekannt gewesen durch dieses Reiterlein. Für das Fest hat er besonders viele Exemplare erschaffen. Nicht nur das Olbernhauer Reiterlein in verschiedenen Varianten, sondern etwas ganz Spezielles. So, das sind die diesjährigen Seigerhütten, Knappen mit Gründaler Kupferblech. Wir haben die gebaut, weil dieses Jahr ja hier in Olbernhau für uns das große Fest ist, der Sächsische Hütten- und Bergmanns- und Knappschaftstag. Und was liegt da näher, als eine Seigerhüttenfigur zu bauen, wo die Seigerhütte doch bei uns als Weltkulturerbestätte direkt vor der Haustür liegt. Die hölzernen Seigerhüttenknappen sind in Olbernhau sehr musikalisch und quicklebendig. Das Musikchor der Stadt probt regelmäßig, damit alles gut klingt zum großen Fest. Nachwuchsprobleme gibt es hier kaum. Weil einfach ein sehr schönes Miteinander ist, man achtet aufeinander. Ich wollte früher eigentlich immer ganz weit weg. Und irgendwann kam das Umdenken, nee, zu Hause ist das am schönsten. An Olbernhau selbst gefällt mir sehr das Traditionsreiche, auch hier in der Seigerhütte, hat eine sehr lange Tradition, das interessiert mich sehr, ja. Mit dem Seigerhüttenkomplex pflegt die Stadt einen Teil des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge, Kuschnohori. Schon früher war Olbernhau durch das Seigern, ein Verfahren zur Kupfergewinnung, weltbekannt. Das daraus entstandene Raffinate-Kupfer war ein wunderbares Material für die Dacheindeckung. Und über 400 Gebäude in Europa tragen Gründaler Dachkupfer. Große Kirchen, Erfurt, der Dom oder die Dome in Naumburg, selbst UNESCO-Welterbe. Der Hamburger Michel, der Dom in Wien, der Stephansdom in Wien. Ja, bis nach Rom ging es in den Vatikan.
Der Museumskomplex lebt. Es gibt gutes Bier und viele Veranstaltungen. Zum großen Fest ist die ganze Stadt eine riesige Bühne. Olbernhau zündet auf einer Länge von 3 Kilometern auf 4 Bühnen ein musikalisches Feuerwerk. Wir haben unser Seigerhüttengelände, in dem wir uns hier befinden, völlig neu gemacht. Es ist praktisch die Struktur von 1537 neu gemacht. Und wir haben natürlich auch unser Olbernhau, unsere Straßen auf Vordermann gebracht. Ich bin natürlich besonders stolz, als neuer Bürgermeister die Schirmherrschaft praktisch für dieses Fest in der Stadt zu übernehmen. Bin natürlich höllisch aufgeregt. Das ist doch allemal eine Reise wert. Olbernhau freut sich auf seine Gäste, auch nach dem Bergmannstag. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken schon, wenn wir über das Bergmännische sprechen, das ist durchaus nicht nur was für die Augen, sondern auch was für die Ohren. Wir beide verstehen uns jetzt gerade gar nicht so richtig gut, weil hier im Hintergrund wirklich richtig viel Musik ist. Die lassen wir erstmal wirken und dann erzählt uns Heino noch ein bisschen was zu dieser Musik. Heino, was haben wir denn jetzt gerade hier gehört? Das war ja sehr, sehr voluminös. Also wir haben jetzt gerade den sächsischen Präsentierbergmarsch gehört, einer von vielen. Es gibt ja eine ganze Reihe historische Bergmärsche und viele Bergstädte, die etwas auf sich hielten, haben sich da natürlich immer etwas drauf zugute gehalten. Und in den letzten Jahrzehnten sind gerade aus der Feder von Hermann Schröder, dem früheren Landesbergmusikdirektor, eine ganze Reihe Märsche noch entstanden, die diese alten Traditionen aufgenommen haben und jetzt weiter forttragen in der Region. Weil du gerade über die Traditionen der Region gesprochen hat. Wir sind ja hier in Olbernhau und in Olbernhau gibt es eine große Tradition, nämlich das Seigern. Wenn Sie zu Hause da noch nie was davon gehört haben, ist das erstmal gar nicht schlimm, aber gut, dass Sie eingeschaltet haben, denn jetzt lernen Sie was. Was ist das Seigern? Aufpassen, wir fragen danach ab. Die Seigerhütte Grüntal hat vor fast 500 Jahren Geschichte geschrieben. Hier wurde sogenanntes Schwarzkupfer geseigert. Wie der Fachmann sagt, es war ein einfaches, aber geniales Hüttenverfahren. Jahrhundertelang brachten Fuhrwerke silberhaltiges Schwarzkupfer heran, sogar aus dem Mansfelder Revier, 200 Kilometer entfernt. Denn in der Seigerhütte Grüntal gab es beste Voraussetzungen, das begehrte Silber aus dem Kupfer herauszulösen. Hier vor Ort haben wir kein Schwarzkupfer. Was wir hier im grünen Tal aber hatten und immer noch haben, ist der Wald. Es war also relativ unproblematisch, hier an Brennmaterial zu kommen. Und das Wasser. Hier fließen verschiedene kleine Flüsse, die Natschung, die Flöher. Hier gab es ausreichend Wasserkraft. In der alten Seigerhütte von 1537 stehen noch diese Nachbauten der Seigeröfen. Beim Seigern wurden silberhaltiges Schwarzkupfer und Blei zusammen erhitzt und daraus sogenannte Frischstücke gegossen. Anschließend kamen diese Frischstücke auf den Seigerherd. Dort wurden sie mit Holzkohle erhitzt und bei über 300 Grad lief das silberhaltige Blei aus den Frischstücken heraus. Das silberhaltige Blei wurde hier in diesen Treibeherd getan. Der Treibeherd wurde angefeuert. Das Blei an der Oberfläche ist oxidiert. Wenn immer silberhaltiges Blei nachgeworfen wird, dann fließt das Bleioxid hier raus und irgendwann reißt die Oberfläche des Bleioxides auf und der Hüttenmeister erblickt das reine Silber. Soweit die Geschichte. Aber viele Berg- und Hüttenleute im Erzgebirge träumten davon, das alte Verfahren wieder zeigen zu können und fanden schließlich 2021 in der Saxonia Edelmetalle Halsbrücke bei Freiberg einen Partner. Die Saxonia-Ingenieure planten einen historisch anmutenden Seigerofen. Die Herausforderung ist für uns eigentlich, die aus den alten Zeichnungen, aus den alten Abbildungen, aus den alten Prozessbeschreibungen eine möglichst historische Form nachzubauen. Im Frühjahr 2022 ging es los, nach alten Vorlagen und Fachwissen aus der Region. Wir haben hier ein Modell von dem Ofen gebaut und haben da drin den Brenner, den wir zur Erprobung nutzen wollen, hier aufgebaut und wollen damit testen,
ob wir den Ofen bzw. die frischen Stücke, die dann hier drauf positioniert werden, entsprechend heiß kriegen. Der Seigerofen wird nach der Methode Versuch und Irrtum konstruiert. Kompliziert, aber wir werden es bestimmt schaffen. Der Plan, den Seigerofen traditionell mit Holzkohle zu beheizen, wird wieder fallen gelassen. Es wäre zu langsam und gäbe zu viel Rauch. Stattdessen entscheidet man sich für Propangas. Anfang Juli ist der Ofen bereit für die Generalprobe. Banges Warten und dann läuft tatsächlich das Blei aus den kupfernen Frischstücken heraus. Ein bisschen Stein vom Herzen fällt mir jetzt schon. Ja. Ne? Am 14. Juli 2022 wird das Hightech-Gerät aus dem Mittelalter zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgeführt. Für viele Erzgebirger geht an diesem Tag in Halsbrücke ein Traum in Erfüllung. Also ich freue mich wie so ein kleines Kind, was gerade sein Spielzeug kriegt, obwohl es kein Spielzeug ist. Ja, das ist ernst, das ist Wissenschaft, das ist eine alte Technologie, die hier neu entdeckt wird. Und ich bin wirklich heute richtig überglücklich. Wie in alter Zeit hatte man erst Kupfer und Blei zu solchen Scheiben gegossen. Auf dem Seigerofen wird bei 330 Grad das Blei herausgeschwitzt. Dabei fließt auch das Silber mit heraus. Der Begriff Silberblick hat nicht nur was mit Schielen zu tun, sondern das ist der Moment, wo beim Treibeprozess das ganze Blei weg ist und das Silber als geschmolzen bei 800 Grad ungefähr, silberrot glänzend sozusagen zu sehen ist. Das ist für den Hüttenmann quasi der Moment, jetzt ist der Prozess beendet, jetzt sehe ich den Silberblick. Künftig steht der Nachbau in der Seigerhütte in Grüntal. Das technische Denkmal zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit dem Seigerprozess wurde hier 453 Jahre lang Silber und dazu besonders reines Kupfer gewonnen, das über 400 Bauwerke in Europa schmückt. Überall, von Italien bis Petersburg, von Berlin bis Moskau, überall ist unser Kupfer drauf. Das war das Hightech-Zentrum des Mittelalters, das Silicon Valley von damals. Und jetzt haben wir mal ein Modell und sagen, so war das. Im Jahre 1853 wurde zum letzten Mal in Olbernhau geseigert. Das Verfahren war nach 350 Jahren zu unwirtschaftlich geworden. Mein Dank wird aber auch meiner Standvorweisung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da haben Sie wieder was gelernt übers Seigern. Und wie ich weiß, ist das Verfahren, was ja eigentlich nicht mehr angewendet worden ist, jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren, jetzt gerade noch mal so ein bisschen aus der Versenkung geholt worden. Heino, denn ihr habt so eine Seigervorrichtung jetzt gerade als ganz, ganz neue Geschichte präsentiert. Gestern war es, glaube ich. Ja, das ist tatsächlich gelungen, diesen Prozess, der ja auch spärlich belegt war in der Vergangenheit, wieder zum Leben zu erwecken. Und das ist ja das Entscheidende, dass man eben diese Bergbau- und Hüttengeschichte wirklich sehen kann. Und das konnten die Besucher gestern in der Seigerhütte. Und das war ein wirklich spektakulärer Moment, sowas mal miterleben zu dürfen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, ich bin selber auch noch nie in der Seigerhütte gewesen in Olbernhau. Aber das ist definitiv ein Besuch wert. Da tauchen Sie ganz tief ein in bergmännische Traditionen. Und auch in die Geschichte dieser Region. Wenn wir uns über Tradition und Geschichte unterhalten, kannst du uns vielleicht noch mal einen kleinen Abriss geben, während hier der Bürgermeister der Stadt Olbernhau spricht, wie dieses Zeremoniell hier abläuft und warum es immer den gleichen Regeln und Zeremoniellen folgt. Jetzt müssen wir kurz abbrechen, weil jetzt gibt es ein Gebet. Da müssen wir kurz zum Gebet hab ab. Thank you.
Nein, und das war jetzt das Gebet. Und ich komme zurück zu meiner Frage, die ich vorher schon mal gestellt habe, zum Zeremoniell. Wie läuft es ab und vor allem, warum folgt es diesen traditionellen Abläufen? Ja, derartige Strukturen, die dem hinterlegt sind, bieten natürlich auch immer einen gewissen Halt und die geben genauso wie eine gute Agenda dann auch den entsprechenden Rahmen. Man weiß, was einen erwartet und man hat dort sozusagen immer wieder Punkte drin, die wiederkehren und die einen einfach auch dann anrühren, auf die man wartet, wie eben zum Beispiel das Gebet. Das ist ja ein alter Bergmannschoral, Herr, der du meine Pfade lenkst. Und in dieser ähnlichen Form gibt es natürlich dann auch weitere Punkte, wie beispielsweise Dankabstattungen oder dass im Mittelteil dann der Bergmannsmarsch der jeweiligen Gemeinde gespielt wird oder der Bergstadt natürlich, sofern sie einen hat. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist zum Beispiel der Annaberger Bergmarsch. Und wenn es Ihnen im Bein zuckt, marschieren Sie ein bisschen mit durchs Wohnzimmer. Heino, nach dem 6. sächsischen Bergmanns Hütten- und Knappentag kommt der 7. Und der geht nach Marienberg. Die freuen sich schon ziemlich, oder? Das ist tatsächlich so. Die Stadt Marienberg freut sich, das ausrichten zu dürfen. Und ich denke, wir haben damit nicht nur eine traditionsreiche Bergstadt dafür gewinnen können, Ausrichter zu sein, sondern auch kompetente Menschen, die das wirklich so umsetzen können, dass das tatsächlich adäquat wie hier in Olbernhau über die Bühne gehen wird. Natürlich haben auch die Marienberger einen eigenen Bergmarsch und den schmettert man gerade jetzt im Hintergrund. We'll be right back.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie laut das hier ist und wie eindrucksvoll. Also das ist so in etwa, als wenn Sie eine Blaskapelle in Ihrem eigenen Wohnzimmer stehen haben. Das scheppert ordentlich. Nach dem Marienberger Bergmarsch kommt jetzt in Kürze ein bergmännischer Marsch, den, glaube ich, jeder, der im Bergwesen zu tun hat oder da Sympathien dafür hegt, wirklich kennt, mitsingen kann und eigentlich auch muss. Der Steigermarsch. Warum ist das so? Warum ist das so ein verbindendes Musikstück? Ja, das Lied Glück auf, der Steiger kommt, ist ja das bergmännische Hauptlied. Es hat sich durch seine eingängige und einfache und frohe Art überall auf der Welt, wo Bergleute Scharwerken Eingang verschafft und wird überall gern mitgesungen, so auch hier. Es ist also schon oft erklungen und gehört ganz einfach zum Abschlusszeremoniell dazu. Ich habe das gestern mitbekommen, als ich ja auch schon in Olbernhau war. Ich habe die erste Strophe zusammengekriegt. Ihr singt aber 5 Strophen. Das kann gar nicht lang genug sein, oder? Nun, es hat sich in Sachsen eingebürgert, diese 5 Strophen zu singen. Die sind ja sehr unterschiedlich entstanden. Wir haben da Einflüsse aus verschiedensten deutschen Bergbau- und Hüttenregionen dabei und sind aber stolz darauf, das hier so zusammengeschmolzen zu haben, sozusagen, und fein herausraffiniert, wie eben das Silber, das früher hier in Olbernhau auf dem Treibeherd erzeugt wurde. Da haben wir das Seigern gerade nochmal so richtig ein bisschen mit reingeholt. Sehr, sehr schön. Ja, jeden Moment ist es soweit und der Steigermarsch wird auch in Ihrem Wohnzimmer erklingen. Und wenn Sie jetzt so ein klein wenig durch unsere Sendung dahin geführt worden sind, dass in Ihnen der Bergmann, die Bergfrau, der Bergfreund geweckt worden ist, dann nehmen Sie Aufstellung und marschieren Sie einfach mit um die Couchgarnitur. Das macht Spaß und vor allem ist es was fürs Herz. Ebenfalls dazu beigetragen haben der bergmännische Musikverein Jöstadt-Grumbach. Des Weiteren das Bergmusikkorps Saxonia aus Freiberg. Wir danken der Hüttenkapelle Oederan. Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Bergmusikkorps Lütau-Elsnitz. Natürlich ein ganz großes Dankeschön an das Musikkorps der Stadt Olbernhau. Sie sehen, so ganz bei den Bergheinen Opernsicht ist das Grubengeleucht an und die Sonne ist rausgekommen. In Olbernhau ist jetzt bestes Wetter und hier geht's beim Großen. Was heißt sehr viel Zeit? Wie viel? Okay. Die musikalische Gesamtleitung hatte Landesbergmusikdirektor Jens Bettschneider. Ja. Und nun stimmen Sie alle mit ein, wie könnte es anders sein? Es folgt Glück auf, der Steiger kommt mit 5 Strophen. Also stimmen Sie mit ein, genießen Sie noch den Tag. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Beste. Und mit einem herzlichen Glück auf verabschiede ich mich. Ja. Wollen wir uns mal andersrum stellen?
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie müssen sich das einfach mal angucken. Entschuldigung, Heim, ich bin sofort wieder bei dir. Kommen Sie mal. Also hier hinten, ganz, ganz viele Handys sind gezückt, weil Steigermarsch, da macht man schon mal das Handy an, oder? Bergbauer, ich habe Sie nicht mitsingen hören. Was ist passiert? Ich konnte nicht einen Text auswählen, es tut mir leid. Also alle fünf Strophen, ich konnte auch nur die erste. Okay. Aber Sie haben Spaß, es ist gut heute? Super, super. Das Wetter stört Sie nicht? Überhaupt nicht, nein. So soll es sein, oder? Alles bestens organisiert. Bestens organisiert, das hört man gern. Sehr schön. Ich gebe es direkt an Heino weiter. Vielen lieben Dank. Also, Heino, du hast gerade also ein großes Kompliment bekommen. Bestens organisiert. Man hat großen Spaß. Und wie lange müssen denn jetzt die Menschen warten, die sagen, Mensch, ich habe es dieses Mal in hier Olbernhau verpasst und möchte unbedingt in Marienberg dabei sein. Wie lange müssen sie sich gedulden? Also zunächst mal möchte ich gerne das Kompliment an alle die Organisatoren hier in Olbernhau und beim Sächsischen Landesverband nochmal weitergeben. Und warten müssen wir tatsächlich jetzt wieder 5 Jahre, das ist der allgemeine Turnus, bis es wieder einen sächsischen Bergmannshütten und knappen Tag geben wird. Wie schwer fällt es dir, diese 5 Jahre auszuhalten? Eigentlich schaffst du doch jetzt schon in den Hufen, um da hinzukommen. Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe berg- und hüttenmännische Veranstaltungen, die dazwischen noch stattfinden werden. Und wir hoffen natürlich darauf, dass auch in diesem Jahr die Adventsparaden endlich wieder stattfinden. Denn das, was in den letzten 2 Jahren hier passiert ist, das hat den Brauchtum nicht besonders förderlich angestanden. Und wir müssen ernsthaft wieder dafür sorgen, die Traditionen zu uns zurückzuholen und die wieder zu leben, auch in dieser Zeit. Machen wir uns nichts vor, die letzten 2 Jahre haben uns, glaube ich, allen nicht gut getan. Deswegen freuen wir uns ja über solche Veranstaltungen. Dass sie wieder stattfinden können, dass Gemeinschaft wieder entsteht, dass Traditionen gepflegt werden, das ist ganz, ganz wichtig. Aber jetzt noch ein letztes Wort. Wie stolz bist du auf Olbernhau, auf die Veranstaltung, die größte ihrer Art überhaupt? Und wie viel Anspannung fällt jetzt vielleicht auch von dir ab? Also Anspannung fällt natürlich immer ab, wenn eine solche Veranstaltung zu Ende geht. Aber auf Olbernhau und die Seigerhütte Grüntal, das muss man ja immer herausgehoben noch einmal sagen, können wir alle hier in Sachsen wirklich stolz sein, weil dieser Bergmannstag, der konnte sich wirklich auch sehen lassen im deutschlandweiten Vergleich. Also ich kann dem nichts hinzufügen und deswegen verabschiede ich mich von dir mit einem herzlichen Dankeschön und einem aufrichtigen Glück auf. Und kann Ihnen nur sagen, meine Familie und meine Freunde werden sich wundern, dass ich vielleicht in Leipzig jetzt auch des Öfteren mal ein Glück auf der Lippe haben werde. Glück auf. Glück auf.